Hallo zusammen, ich bin Markus von der Berufsfeuerwehr Zürich. Wir haben gerade einen anstehenden Bienen-Einsatz. Kommt doch mit schauen. Dann rüsten wir uns zuerst mal richtig ausrüsten, bevor wir den Bienenschwarm einfangen. Für das haben wir auch hier unseren Schutzanzug. Das ist eigentlich nichts anderes als ein handelsüblicher Imkeranzug. Wir sagen dem auch Hudern. Zusätzlich noch die Händchen, damit wir wirklich gut geschützt sind. Also mit dem Wasserzerstäuber machen wir jetzt zuerst mal alle Bienen schön nass machen, machen sie flugunfähig, so dass, wenn wir sie nachher in die Kiste schütteln, möglichst wenig auffliegt, dass wir alles schön in der Kiste haben. Als nächstes machen wir unsere Schwarmkiste parat, nehmen unten den Boden weg, tun sie schön unten anheben und jetzt tun wir den ganzen Schwarm reinschütteln, dass wir sie sauber in der Kiste drin haben. Die Kiste tun wir in den Schatten einstellen. So, dass sie nicht zu heiß sind den Tag durch. So, dass wenn es eindunkelt wird, dass wir den Schwarm holen können. Als letztes gehen wir noch mit dem Fabi-Spray den alten Standort des Schwarms markieren. So, dass wir den Duft von der Königin nehmen können, dass die Bienen aktiv ihr neues Zuhause, die Schwarmkiste, aufsuchen können. Die Schwärme die kommen jetzt hier bei uns im Bienenkeller, werden hier eingelagert. Morgen kommen die Imker holen, sodass sie wieder am richtigen Ort daheim sind.